Hey Leute, da sind wir auch schon wieder hier bei Crisis Core Final Fantasy VII. Weiter geht es hier in der Hafenstadt Junon, wo wir jetzt eigentlich ja auf der Jagd nach Holländer sind. Ja, der Typ ist nämlich ja einfach mal so abgehauen, während die Genesis-Repliken die gesamte Stadt hier angegriffen haben. Inzwischen wurden auch einige Bewohner bis hierher evakuiert und der Bereich ist auch einigermaßen sicher, zumindest hoffe ich das mal. Und wir werden uns jetzt wieder mal unseren eigentlichen Job widmen. Wir müssen Holländer fangen, weil der Typ muss immer noch verhört werden. Also wir sind da noch nicht ganz fertig gewesen und der hat uns ja noch einiges zu erzählen. Oh, da ist er ja. That way is the airbase. He's trying to get away by air? No way. Come, come, come. Oh. I wonder what happens to Junon if you can't stop them. Hmm? Ah, damn it! He's destroying the gate to attack the civilians. Hollander, once I catch you, I'll deck you good. Ja, das sehe ich aber auch so. Echt mal, dem Typen ist ja echt gar nichts heilig. Sicherung der Verteidigungslinie Junons. Die Waffen, die Holländer zur Flucht verhalfen, sind nun auf dem Weg zur Evakuierungszone. Zerstöre sie, ehe sie die Bewohner Junons zu Schaden kommen. Durch Berühren der Gegner löst du einen Kampf gegen die Waffen aus. Stelle sicher, dass du sämtliche Waffen vernichtest. Zerstöre zuerst die Waffen in der Nähe der Verteidigungslinie, um zu verhindern, dass sie bis zur Evakuierungszone durchbrechen. So, na wartet mal. Schön stehen bleiben. Activating combat mode. Bring it on. So. So, wo ist der nächste? Da. Bleib mal schön stehen, mein Freund. So, erledigt. So, da kommt der nächste. Irrsäge. Okay, erledigt. Und TP-Boost-Bonus. Sehr schön. So, als nächstes muss die Drohne dran. Oh, Dunkeleisra. Level up. Nice. Activating combat mode. So, ich muss erstmal kurz wieder zurück zur Linie. Ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte sonst was durchfahren. Ah, sieht aber noch ganz gut aus. Sauber. Ja, mit den Kleinen werde ich hier zum Glück leicht fertig. Activating combat mode. Take that. Got him. Oh, da habe ich einen übersehen. Conflict resolved. Oh yeah. Na komm, bleib mal schön stehen. Hey, got him. Huh? Take that. Conflict resolved. The end. Oh, so, haben wir alle erwischt? Nein, noch nicht ganz. Activating combat mode. Mhm. Okay, gut. Ich habe sie noch nicht alle durchgelassen. So, das müssten die letzten sein. Nur nicht die Nerven verlieren, wir kriegen das hin. Ah, du Sau! Okay.
So, beendet. That's all of them. Hollander, you'll pay for this. Oh Mann. Magibus Plus erhalten. Nice. Standhafter Verteidiger. Begib dich zum Flughafen von Junon. Das mache ich gleich, aber zuerst habe ich hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Denn mir wurde ja gesagt, Cisne wäre irgendwo hier in der Nähe. Also würde ich mal sagen, ich gehe mal kurz zu ihr und unterstütze sie ein wenig. Oh, Zack. What's up? Where's Hollander? I was a little worried about you. But I guess you have things under control. Nice work, Cisne. And fast, too. You'll make Turk supervisor in no time. Well, we'll see. It's a compliment. Just accept it. Once you're promoted, I'll throw you a party. I've never even thought of being celebrated by someone. Huh? I was raised to believe that initially, everyone I meet is an enemy. But I recently stopped believing that, thanks to my Turks colleagues. Hey, Cisne. What did you do before you joined the Turks? You're like the youngest Turk I've met. I was in training for a long time. Then I joined the Turks right after. Now, enough chit-chat. It's about time we get back to work. Hey, hold on, Cisne. If you keep slacking off, you're going to disappoint your fans. Fans? Of me? Look into it. When you're back in Midgar, apparently there's a whole lot of people cheering for you. My fans, huh? I wonder what they're like. Ja, das frage ich mich ja natürlich auch. Ja, das war eigentlich erstmal sowieso wichtig, dass ich mal kurz hier mit Cisne rede, damit sie mir von unserem Fanclub erzählt. Bin ich ja mal gespannt, wie das dann so weitergeht. Also ich weiß ja eigentlich ja schon, was ich dafür tun muss. So, okay, ich gehe noch mal kurz hier rumgucken. Da hinten ist noch eine Kiste. Ich hoffe mal... Ach, schade, ich muss noch kämpfen. Geht aber schnell. Diese Amateure können einfach nichts. Okay, Eisenreif und einen Feuerreif erhalten. So, wie sieht's mit der Materie aus? Okay, Vitagasmeister, Dunkeleisrasmeister, Feuer muss noch leveln. Ach Mann, das dauert mir zu lange, ey. Okay, so sah das also gerade aus. Bin aber jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich das mit diesen Panzerschwert-Geschicklichkeiten wirklich so lernen will. Weil ehrlich gesagt, so richtig effektiv ist dieser Skill eigentlich nicht wirklich. So, okay, gut, hier sind wir ja fertig. Hier haben wir ja schon alle aufgehalten. Jetzt muss ich nur noch Hollander hinterher. Zum Glück scheinen ja jetzt hier keine Gegner mehr aufzutauchen. Oh, neue Mail von Cisne. Ein Hinweis, wenn du mal einen großen Fan von dir treffen möchtest, dann schau dich in der Firmenzentrale nach. Ich glaube, eine Person, die alles, ja, über alles bei Shinra genauestens informiert ist, ist ziemlich begeistert von dir. Na, klingelt's? Ja, ich weiß schon, wen ich dafür ansprechen muss, keine Sorge. Hier liegen jetzt keine Kisten rum, oder? Nope. Na dann, gehen wir einfach mal weiter. So, das ist ja hier der Flughafen. So, kann ich noch mal heilen? Ja, kann ich. Hm.
Now we've got Scorpion types? Hollander's too well connected. Ey, das ist jetzt nicht der falsche Zeitpunkt, um den Typen jetzt hier zu bewundern. Boah, verdammt, aua, 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 boah, das tat weh. Ah, falsche Richtung fast ausgewichen. Oh, Kate Sif. Löwenmut. Das könnte eigentlich ja schon erstmal für eine Weile helfen. Und BIM! Jo, dankeschön. So, damit kriege ich erstmal einen schönen Buff. So ein schönes kleines. Taking you down and love this. So, oh, okay, ich sollte mal lieber in Deckung gehen. Die Buffs haben leider nicht lange gehalten. Ah, sehr gut, ich kann meinen Hochsprung jetzt hier dauerhaft benutzen. Das lässt so mal schön bleiben. Das Ding wollte gerade mit seinem fetten Laser auf mich ballern. Aber nix da. Das kommt nicht in die Tüte. Aua! Okay, das hat schon mal ordentlich Schaden gemacht. Oh, verdammt! Oh, das war knapp. Oh, das war eben gerade noch viel knapper. Oh, Zielsuche. Oh, verdammt, ich werde getargetet. Aber das könnten wir ja schnell blockieren. Au, 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 au. Okay, Angeal, ich brauche deine Hilfe. Bring dir es zu Ende. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war's. Hollander's that way, right? I really have to get serious now. That's far enough. Really? You sure? Hey! What is he? Should have known. Mission failed. This goes on your permanent record. Huh? Sephiroth? Long time no see. Let the Turks take care of the rest. I was on my way to Modeoheim, but I heard you were in the area. Lucky me. The situation has not resolved. Genesis copies have been sighted around the world. That can't be. We wiped out those Genesis copies. Did Genesis really die? They've been sighted in Midgar as well. I see. The slums, too.
permission to return. Granted. Yeah. Take care. You too. Hey, what's going on in Modeoheim? The device Hollander was using has been stolen. Genesis? Probably. We'll meet again soon. I'll hold you to that. My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. Legend shall speak of sacrifice at world's end. The wind sails over the water's surface, quietly, but surely. Tja, hätten wir doch nur mal bloß die Makrokanone gecheckt. Ja, und das Kapitel ist eigentlich auch sehr schnell zu Ende. Ist Genesis wirklich tot? Na, offenbar nicht. Denn der hat ja jetzt sich ja gerade so ein bisschen auf der Makrokanone hier bequem gemacht. Also, ja, wird er wahrscheinlich noch leben. So, Kapitel 6 ist beendet und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. I thought I sensed something, but maybe not. Dass er den eben gerade nicht gesehen hat? Copy? Thank you. Was it protecting us? Yeah, probably. Looks like it's degrading. Poor thing. Does this mean Angeal is out there too? So, I don't know. Sad. What did you come here to do? So, a flower wagon. Let's make one. Yeah, but don't worry. Can you hear me? Stay right where you are. I'll take care of things. So, that flower wagon. Let's do it. In Ordnung. Und weiter? Come on, Zach. Come this way. Yeah. Hey, Aerith. When the wagon's done,
Will you go above the plate? Yeah, but I'm still a little scared. So first, I'll fill the slums with flowers. Oh, come on. When you go above, I'll be with you. Don't be afraid. Zach, thank you. Right. Now that that's done, let's get this wagon built. I'll go gather the materials. Aerith, you wait here. Yep. Genau. So, neue Mail von Sisson erhalten, von Konsul und Tipps zum Einkaufen erhalten. Oha, was habe ich denn hier alles dazugekriegt, ey? Gibt's doch mal nicht. Hast du gerade Zeit? Seit dem Verschwinden von Lazard herrscht bei Soldaten ein, ja, sicher völliges Chaos. Da Direktor Shinra sich nicht anders zu helfen weiß, brummt er uns Turks die ganzen Aufträge auf. Meinen Urlaub haben sie mir einfach gestrichen und ich schiebe eine Überstunde nach der anderen. Und das ist... Ja, und dass das neulich kein Freizeitvergnügen für mich war, hast du sicher auch bemerkt. Tut mir echt leid. Wie geht es dir in letzter Zeit? Du bist sicher erschöpft. Wie wär's mit einer weiteren Auszeit am Meer? Wer gute Arbeit leisten will, muss sich ab und zu eine Pause gönnen. Ich sehe alles. Boah. Na, wo steckst du? Soll ich mal raten? Bestimmt bei diesem Mädel namens Aris, nicht wahr? Ha, erstaunt? Ich sagte dir doch, ich habe meine Ohren überall. Du brauchst mir kein Wort zu sagen, doch weiß ich alles. Will heißen, du kannst vor mir nichts verbergen. Aber so ist das unter guten Freunden, oder? Also, wende dich einfach nicht, ja, mit allem an mich, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst mir deine Sorgen ruhig anvertrauen. Bin guter Zuhörer. Ja, wahrscheinlich ein zu guter Zuhörer. So, Ladenadressen. Was haben wir hier? Sektor 6 Accessoireladen, Materialladen, Schildkrötenparadies. Ich glaube, diese ganzen Sachen hier habe ich sogar schon alle. Kann das sein? Maybe. So, Materiafusion. Elektroschock. Triple Blitzgar und Analyse, beides gemastert. So, was haben wir hier noch? Subspirit, Subvita und... Ja, Subvita mastered. Okay, Verzweiflungsschlag, Hammerschlag M und Analyse M. Ja, Verzweiflungsschlag ist eigentlich sogar eine der Top-Materia. Solange 6 HP eigentlich ja unter dem Rauschzustand sind, beziehungsweise unter dem Maximum, verursacht der Verzweiflungsschlag mit jedem Treffer immer den maximal möglichsten Schaden, den es eigentlich überhaupt gibt. Aktuell wäre dieser bei 9999, aber es gibt ja eigentlich auch sogar Accessoires, mit denen ich diese Grenze eigentlich ja sogar hier durchbrechen kann. So, okay, wie sieht das hier eigentlich soweit aus? Also ich brauche noch eine einzige Feuer-Materie, also nochmal einmal so ein Level-Up für Feuer. Dann kann ich es endlich mit Dunkeleisra verschmelzen. Vielleicht geht das sogar jetzt schon, ich guck mal. Weil ich will nämlich schon gerne eigentlich eine starke Blitzmateria hier haben, damit ich da jetzt... Wo ist denn der jetzt? Okay, die ist weiter unten. Okay. Würde ich sofort auf Dunkelblitzka kommen, wenn ich das verstärke. Aber ich würde ja natürlich gerne noch eigentlich mehr aus der Materia rausholen. Und dann muss ich mal überlegen, was ich dann als nächstes noch mit dazu packe. Giftwirbel wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich werde auch mal irgendwann mal die Totmateria mit einsetzen, damit ich diese auch mit Dunkelblitzgar dann, nee, Blitzgar verbinden kann. Dadurch würde ich ja Höllenblitzgar erhalten. So, Missionskatalog wurde erweitert, das ist gut. So, was brauchen wir eigentlich alles? You're gathering materials, right? I'll be tending to the flowers. Okay. So, denn... Ich würde mal sagen, bevor ich dann nach draußen gehe, um die Materialien zu besorgen, beende ich einfach mal an dieser Stelle den Part. Ich bedanke mich mal wieder ganz doll fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Bis dann und tschüss!